ernsthaft? Ich kann die Scheibe zerstören. Geil. Was? Folgendes. Hi erstmal. Ja. Killer Purple. Wir haben ja noch was, was wir kaufen können in diesem Shop. Und ja, ich habe ihn ein bisschen schlau gemacht. Mein Keeper goes brrr. Oder go brrr. Es ist Eleanor. Die hat irgendwie hat es mit Fazbear Fright zu tun mit den Büchern. Ich habe kein einziges Buch davon gelesen. Aber das ist der Animatronic, der draußen lag. Habt ihr wahrscheinlich vorher in die Kommentare schon geschrieben. Erstmal fettes Danke schon mal. Einfach mal im Voraus. Ich sage einfach mal Danke. Wir haben hier noch was zu kaufen. Und zwar Open Rusty Door. Bäh! Le Click! Und jetzt schauen wir mal. Ich habe einfach mal, du kannst die Simulation. Was? Yes. I would like to save the personality on the hard drive. Project Malheur successfully saved onto hard drive. Let's see what's going on above ground. Was hat das damit jetzt, hä? What? A beautiful day to start this final plan and kill more kids. Ooh! Killer in Purple 2! Ooh! Ich habe das Gefühl, ich hätte das jetzt noch nicht gleich anschauen sollen. Mich beschleicht gerade irgendwo ein bisschen das Gefühl. Aber geil zu wissen, dass er an einem... War in den Extras? Ah ja, in den Extras war ich schon drin. LOL. Es ist gerade ziemlich cool, dass er noch einen zweiten Teil macht. Ja. Das ist, warte. Schau, Maus. Gib mir der Maus-Cursor. Wen spielen wir denn da? Nehmen wir Scott. Nehmen wir mal schnell Scott. So. We're back! Pass auf. Erstmal Fluff. Soll. Hallo! Kommen Sie rein! Ich habe etwas Neues zu zeigen. Bah! So. Wow. Ist interessant, wie der Purple Guy so ein bisschen schaut. Ich kann die Scheibe zerstören! Oh nein. Ernsthaft? Ich kann die Scheibe zerstören! Geil! Was? Was? Delete the Killer in Purple 1. Oh, oh. Ich geh mal lieber weg. What? Was los? Was ist hier jetzt los? Was passiert hier? Was ist das? Killer in Purple End... Killer in Purple's End is near. Deleting. Ja. Du deletest. Error 4 of 4. Was? Was ist da jetzt los? Hatte ich hier was? Ja, ich kann was drücken. Wow. Boah, die Musik ist gerade ziemlich geil. Holy schöne Sache. Ja, ich fliege jetzt gerade mal bewusst, weil ich weiß nicht, was mich... Achso, die Tür. Ich weiß nicht, was mich hier erwartet, deswegen fliege ich mal lieber durch die Location. Einfach nur, um sicher zu gehen. Aber alter Falter, sieht das cool aus. Das sieht stark aus. Und echt verstörend. Ja, da ist... Warte mal, wenn's... Warte mal. Was kann ich da? Lass mich kurz mal... Error 4... Warte mal, ich muss mal schauen, ob ich es lesen kann. Warte kurz. Error... Ich kann aber bei dem Kind nichts tun, weißt? Da stand was. Error 4... Ich müsste das Bild dann anhalten mal. Aber ich kann leider nicht sagen, was da steht. Das geht alles viel zu schnell. Jetzt bin ich in der Location. Wow, schaut mal die Lichter hier. Nice! Oh ja, lass mich mal runter. Lass mich mal runter hier. Die Musik ist gerade so cool. Ich hätte mich erst bedenkt gehabt, dass ich aufpassen muss wegen Deleting Killer in Purple oben, aber anscheinend muss ich gar nicht aufpassen. Lol, wo bin ich jetzt gelandet? Lol? Ah, da. Also, es ist schon ein bisschen creepy. Gib's zu, es ist ein bisschen creepy. Kann ich da auch irgendwas tun? Ich kann auch das bei dem Kind gar nichts mehr tun, weißt du? By the way. Killer in Purple Files. Ich hab's gerade zur Hälfte lesen können. Ah! Das ärgert mich gerade. Ah, schade, Marmelade. Some files. Irgendwas. Delete. Was? Internally? Eternally? Keine Ahnung. Aber mega cool. Aufbaut das Ganze gerade. Ich glaube, ich gehe mal wieder hoch. Ich habe aber keine Ahnung, wozu. Ja, ich muss vielleicht raus. I don't know. Ich weiß nicht. Muss ich raus? Ich will irgendwie gar nicht den Ghost-Modus verlassen. Glaub mir, ich habe jetzt gerade eigentlich keine Ambitionen, den Ghost-Mode zu verlassen.
Oh, da geht's ganz raus. Da will ich gar nicht. Ja, eigentlich will ich schon, warte, ich mach mal so. Ich mach so, weil da war doch Eleanor draußen. Und ich habe jetzt gerade ein bisschen Bedenken, dass Eleanor aktiv ist. Und ich weiß nicht, ob die mich von hier oben catchen kann. Wow. Seht euch mal das Leuchten an. Alter Falter, ey. Ich bleib mal above ground. Ich sehe gar nichts mehr. Was soll ich hier draußen machen, by the way? Außer, dass ich blöd durch die Gegend fliege. Oh, da warte mal, das sind zwei Augen. Warte mal, das sind zwei Augen. Einmal da, die riesigen. Oder sind es überhaupt Augen? Sind es überhaupt Augen? Nee. Hä? Was ist das? Oh, lol. Ach, lol. Was bist du? Was bist du? Ach, du bist der Aufzug. Ich habe immer noch Bedenken, dass Eleanor hier irgendwo ist. Oh, lol. Hätte ich... Ich hätte vielleicht auch einfach durch die Tür gehen können. Das machen Leute so. Normale Leute gehen durch die Tür. Ich nicht. Ich bin kein normaler Mensch. Ich fliege einfach durch die Gegend und... Was? Ja, da ist Eleanor. Ja, schön für dich. Das, warte mal, da ist ein QR-Code. Le QR-Code. Kann ich den... Ohne, warte mal, ohne dass die mich irgendwie angreift? Ich habe irgendwie Bedenken, dass die mich jetzt angreift. Ich schau mal, dass ich den dann scannen kann in irgendeiner Art und Weise, dass wir uns den anschauen können. Ich glaube, das ist so ziemlich jetzt alles, was wir uns hier anschauen können, oder? Warte mal, lass mich mal kurz so sein. Lass mich below ground. Wird die aktiv? Ich weiß es nicht! Bist du aktiv oder nicht? Oh, 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 die wird aktiv, die Leute! Nein, nein, nein. Gottes Willen, lass mich in Ruhe. Ah, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? No, bin ich jetzt weg von dir? Oh, das war jetzt blöd. Aber das Schöne ist, jetzt ist er weit genug weg. Ich kann... Warte. Oh, blöd. Sehr blöd. Wo ist sie? Ich gehe mal schnell hier hoch. Flup, flup. So. Also, wir müssen... Sag mal, wo lande ich denn überall? Ich will raus. Da ist der QR-Code. Wo ist Eleanor? Ich weiß es nicht. Irgendwo. Ach, da ist sie. Da ist sie. Hat die einen Jumpscare oder sowas? Warte mal, das wird mich jetzt interessieren. Kann der einen Jumpscare? Yep. Pretty much. Wir haben einen Secret Jumpscare. Nice. Aber warte mal, jetzt bisschen interessieren. Warte. Ist eigentlich gerade komplett egal, wen wir steuern. Mich würde es jetzt gerade nur extremst interessieren, wenn ich zurückmarschiere. Pass auf. Nee, falsche Richtung. Da lang. Bam, 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 bam. Ich bin Scott. Ich mach Fenster kaputt. Ha, 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 ha. Bam! Und wo war jetzt die Tür eigentlich? Die Tür aller Türen. Wo war die? Und Eleanor ist, glaube ich, erst aktiv, wenn du rausgehst. I think. Boah, das ist irgendwie echt ein bisschen creepy gerade. Das ist gerade echt ein bisschen creepy. Das ist gerade echt ein bisschen creepy. Vor allem, stell dir mal vor, die würde jetzt hier in der Location auftauchen. Könnte ich mir sogar legit vorstellen. Ach, die Tür. Ja, pretty much okay. Also, du kommst dann hier raus, musst wahrscheinlich den QR-Code dann finden. Ich vermute, das ist das Ziel hier. Und nachdem wir Scott spielen, ist es halt pups einfach gerade, weil du fliegst nur dahin. Dann kannst du ihn eh schon scannen. Ich hoffe, ich habe das soweit richtig gemacht. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Ich sollte fast auch ein Bild machen. Oder ich... Ja, weil die sind hier. Das ist gar nicht... Die ist nicht blöd platziert. Ja, nachdem wir das schon mit der Exit Simulation schon gesehen haben... Was soll ich nur nicht sagen? Killer in Purple 2, es gibt einen Demo-Trailer. Anscheinend waren vorher drei Fragezeichen hier. Aber nichtsdestotrotz, schauen wir uns das an. Wir haben einen kleinen Teaser bekommen, continued in Killer in Purple 2. Anscheinend ist es legit sogar als, almost half a year ago. Oh, he's running! Look, he's running! Come here! Oh! He's like a little ragdoll! Oh my goodness! Over 500,000 players. Started killing kids. Der liegt ein bisschen ungemütlich. They weren't the one holding the knife. Do you want to be my friend? Erase that from your memory right now. There's only one holding the knife, and children fear his name.
He is the killer in purple. What? What? Oh, das sieht ein bisschen anders aus, ein bisschen so Retro-Look. Nicht so fancy-schmancy, so. Nein! Boah, wir können unsere Location bauen. Boah, wie geil ist das denn? Wow, ich hab so Bock drauf, eine eigene Location zu bauen. So Bock drauf. Ich hoffe, da gibt's sehr viele Items. Ich hoffe so sehr. Da steht sogar, okay, you're currently holding a kid. Okay. Also es ist ein bisschen minimalistischer vom Look her. Wow. Okay, du hast da dein Money und so. What the? Das sieht cool aus. Wie du da flüchtest, hey. Oh nein. Wow, das sieht so geil aus. Oh! Das sieht so geil aus. Das sieht so geil aus. Oh! Put your headline here, okay? Was? Muss ich da auch noch was tun? Killer in Purple 2. Oh, das wird so geil. Oh, auf Android sogar. Okay. Okay. Random Sequenz. Okay, das war jetzt gerade eine Random Sequenz am Ende. Aber damit lasse ich es für heute erstmal gut sein. Also, jetzt haben wir Gameplay gesehen zu Killer in Purple 2, was sehr, sehr geil aussieht. Und ja, wir haben den Jumpscare von dem neuen Animatronic entdeckt. War das sozusagen sein geheimes Ende jetzt in dem Spiel? Was ist da hinten eigentlich? Ach ja, das ist Barney. Okay, egal. Kann man vernachlässigen. Also, es gibt auf jeden Fall noch ein Video, was ich zu Killer in Purple 1 mache. Aber bisher finde ich das Update sehr, sehr geil. Es ist richtig, richtig geiles Update. Meinung von euch? Haut es in die Kommentare rein. Ghost, die Kommentarsection. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Macht's gut.